Ja, ist wieder soweit. Alt Landsberg, das nächste Mal ein Pokal vor der Brust. Was habt ihr, was die nicht haben? Ich glaube, was wir haben, was unglaublich entscheidend sein wird, ist eine positive Saison. Wir spielen, ich glaube, eine unserer besten Saisons, die wir jemals gemacht haben als zweite Männermannschaft. Alt Landsberg hatte eine schwere Saison. Nichtsdestotrotz gehen wir als Underdog ins Spiel, da machen wir uns nichts vor, aber ich glaube, dieses positive Gefühl, wenn wir das schaffen, mit ins Wochenende zu nehmen, dann haben wir da einen großen, großen Vorteil. Formell ist ja der Unterschied relativ groß, von Liga zu Liga. Andererseits haben die Alt-Landsberger gerade mal geguckt, auf Platz 9 die Saison abgeschlossen, ihr seid Vizemeister. Was glaubst du, wie groß der Unterschied tatsächlich ist? Ich glaube schon, dass gerade die individuelle Klasse ein großer Unterschied sein wird. Also da ist Alt-Landsberg doch nochmal einen Schritt weiter als wir. Was aber unser Vorteil sein kann, ist, wenn wir es schaffen, unser Tempospiel rüberzubringen. Ich glaube, da haben wir einen großen Vorteil gegenüber Alt-Landsberg. Wie sehr beschäftigt denn dich dieses Spiel schon im Laufe dieser Woche? Also ich will jetzt nicht von Nervosität reden, aber vielleicht doch von Angespanntheit? Also ich glaube, jeder, der sagt, er ist nicht nervös oder ein Stück weit nervös, der lügt. Das ist aber ganz normal und auch wichtig, also das, um die Spannung hochzukriegen. Und natürlich, wir haben alle Bock. Der eine hat die Situation schon mal erlebt im Pokalfinal vor, damals noch in Potsdam. Für einige ist es jetzt das erste Mal. Deswegen werden wir schauen, wer das wie umgesetzt kriegt. Wir reden jetzt ja fast nur über Alt-Landsberg. Wann bist denn du Sonntag in der Halle? Mittags oder am späten Nachmittag? Sonntag? Na, ganz klar will ich ausschlafen. In dem Sinne, dann mach das. Alles klar.